Wie in jedem Monat zeigen wir Ihnen hier ein, wie wir finden, herausragendes, aktuelles deutsches Werk. In dem Fall tatsächlich sogar sehr, sehr exklusiv. Das ist eine Vorpremiere, noch vor Kinostart. Der Film wird am Donnerstag in die Kinos kommen. Wir sind wahnsinnig stolz, dass der Regisseur heute auch bei uns ist. Max Zähle, dafür schon mal einen Applaus. Da oben sitzt er. Nö. Genau, diese Veranstaltung, das kennen Sie, ist wie immer in Kooperation mit Deutschlands führender Fachzeitschrift zum Thema Film, der EPD Film, und Chefredakteur Rudolf Worschich wird nachher auch das Gespräch führen. Es lohnt sich also unbedingt, nach dem Abspann sitzen zu bleiben, denn dann erfahren wir die Hintergründe dieses Films. Und das ist tatsächlich auch deswegen besonders spannend, weil dieser Film hat direkt bei seinem ersten großen Festival in Deutschland den Publikumspreis gewonnen. Und zwar nicht bei irgendeinem Festival, sondern beim Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken. Das ist das wichtigste Nachwuchsfilmfestival, kann man so sagen. Und ja, Sie kennen auch das Programm bei uns, wenn Sie schon mal hier waren. Wir zeigen keine Werbung vor dem Film, sondern denken uns, ja, wir suchen einen thematisch passenden Vorfilm aus. Also wenn ich wir sage, meine ich ich. Und ich hoffe, dass es tatsächlich gefällt. Bin auch gespannt, was Max dann gleich dazu sagen wird. Der Vorfilm ist tatsächlich schon ein bisschen älter. In dem Fall Tour Eiffel aus dem Jahr 1994 von Veit Helmer. Der ist inzwischen als Kinderfilmregisseur sehr bekannt, hat zuletzt zum Beispiel Quatsch und die Nasenbärbande gemacht. Und ja, ich wünsche Ihnen jetzt die nächsten 10 Minuten erstmal viel Vergnügen damit. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, das war Tour Eiffel und ja, begrüßen Sie jetzt den Regisseur unseres Hauptfilms Schrotten, Max Zähle. Herzlich willkommen bei uns. Das war schon mal dein Applaus. Hier ist dein Mikrofon auch. Hallo, Nan. Willkommen in Frankfurt. Und ja, du hast ja schon einen Teil hinter dir. Du hast viele Festivals gehabt und ein bisschen was auch schon erlebt mit diesem Film. Erzähl uns mal ein bisschen. Publikumspreis in Saarbrücken, das war schon eine Nummer direkt mit dem Debütfilm. Ja, das war ganz toll. Dazu muss man sagen, ich bin ja wirklich, während der Film lief bei der Premiere, gerade erst angekommen, weil mein Sohn ist 4 Tage vorher geboren worden. Das war wirklich sehr dramatisch. Timing. Im positiven Sinne. Wir sind gerade nach Hause gekommen aus dem Krankenhaus, bin ich direkt im Flieger, und das war wirklich sehr, sehr viel, und ich habe sehr, sehr lange an dem Film gearbeitet. Wie lange? Und das war insgesamt 4 Jahre, und jetzt sind es 5, jetzt, wenn er in die Kinos kommt. Und deswegen war es meiner Frau mir sehr wichtig, dass wenigstens einer bei der Premiere dabei ist. Dafür haben wir dann irgendwie gekämpft, vor allem sie. Und dann habe ich das letztendlich noch geschafft. Also quasi gleich 2 Babys. 2 Babys in einer Woche, ganz genau. Was ja auch ganz spannend ist, ist deine Vorgeschichte. Du hast ja mit deinem mittellangen Film Raju schon den Studenten-Oscar gewonnen und warst dann sogar Oscar-nominiert. Vielleicht vorneweg, erzähl uns mal, da direkt schon in L.A. dabei zu sein und das alles mitzuerleben, das direkt am Anfang der Karriere, das hat bestimmt was, oder? Ja, das war ganz toll. Das ist natürlich als Filmhochschulabsolvent, das ist eine unglaubliche Aufmerksamkeit, die man da auf einmal hat, und sowas kann man ja auch nicht planen. Das heißt, dass man auf einmal, wir haben in Kalkutta gedreht, wirklich auf zu sechst, ganz kleinem Team, während der Monsunzeit, und ein Jahr später stehen wir dann auf einmal auf dem roten Teppich bei den Oscars. Das war wirklich eine Wahnsinnsreise, die wir da gegangen sind mit dem Film, und das war für mich natürlich ganz toll, weil ich natürlich so einen gewissen Vertrauensvorschuss einfach bekommen habe für mein Langfilmdebüt, was ich dann jetzt mit Schrotten gemacht habe. Also das hat wirklich geholfen, jetzt dann das erste Buch zu realisieren? Ich glaube schon. Ich meine, es hat ja trotzdem gedauert, weil ich wahnsinnig lange recherchiert habe in dem Milieu. Ich meine, Sie werden ja den Film gleich sehen. Auch um Autos und Clown. Es geht auch um Autos und ein bisschen um Clown. Aber vor allen Dingen geht es um Familie. Natürlich. Das ist ganz wichtig. Jetzt habe ich den Faden verloren. ob das jetzt geholfen hatte, damals die Oscar-Geschichte. Genau. Ja, bestimmt bei der Finanzierung ein Stück weit, weil dieser Vertrauensvorschuss, das ist jetzt nicht das einfachste Buch wahrscheinlich erstmal, wenn man das liest, und ist auch nicht die klassischste Debütgeschichte, die man da hat. Das ist auch sehr aufwendig, muss man sagen, und ich glaube, es hat so ein bisschen im Rücken mitgegeben. Also letztendlich entscheidet trotzdem immer noch die Geschichte, die man macht, ob die finanziert wird oder nicht. Aber wie gesagt, ich war dadurch da, man kannte mich, und das hat bestimmt ein Stück weit ein bisschen geholfen. Auf jeden Fall. Willst du uns zu der Geschichte vorab noch was mit auf den Weg geben, bevor wir starten? Ich glaube noch gar nicht so viel. Ich glaube, jetzt einfach erstmal schauen und dann sprechen wir danach, oder? Hauptsache, Sie genießen es. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Max Zähle. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Danke dir.
Und Ihnen viel Vergnügen mit einem wirklich außergewöhnlichen Ensemblefilm, ein ganz, ganz liebevolles Set und ja, ganz, ganz verschiedene Genres, die man in Deutschland sonst nicht so oft zu sehen bekommt. Viel Vergnügen und bis nachher. Ja, begrüßen Sie bitte mit großem Applaus nochmal den Regisseur Max Zähle. Herzlich willkommen. Dein Applaus. Nimm du da Platz. Und Rudolf Horschlich, der das Gespräch führen wird. Ja. Ist das nicht ein Film, der einen mit einem Lächeln hinterlässt? Also das finde ich so ganz großartig. Das Wort hat Rudolf. Ja. Dankeschön. Auch von meiner Seite nochmal guten Abend. Und schön, dass du da bist. Besten Dank, dass du gekommen bist mit diesem wunderbaren, leichten, sage ich jetzt mal, aber doch sehr rebellischen Film. Ja, vielleicht gleich so eine direkte Anschlussfrage an den Schluss. Der Sonnenuntergang war echt? Weiß es nicht. Es ist ein Märchen. Okay. Sah aber echt aus, muss ich sagen. Ja. Gut. Ja, vielleicht, ich habe ja den Film auch in Saarbrücken gesehen und ich fand den dort auch einen der besten Filme in Saarbrücken. Und danach habe ich mich natürlich auch, fragt man sich ja immer, wieso funktioniert dieser Film bei mir? Also ich glaube, das sind zwei Gründe. Also das eine ist ja der, dass der irgendwie voll ist mit Konflikten gewissermaßen, die dann am Ende ihren günstigen Ausgang finden. David gegen Goliath, die kleine Firma gegen das große Establishment und. Und das Zweite ist sicherlich, finde ich, dass es ist ja irgendwie eine Malocha-Komödie oder sowas, aber was ja... War eine Komödie. diese Leute werden da nicht so im Stil einer Prollkomödie oder sowas vorgeführt. Deswegen meine erste Frage, gibt es bei dir so eine Art Sympathie mit den einfachen Leuten, sage ich jetzt mal? Ich weiß gar nicht, ob es eine generelle Sympathie für die einfachen Leute gibt. Also es ist, in dem Fall ist, sind es die Schrotthändler, die sind einfach authentisch. Ich glaube, ich habe eine Sympathie für authentische, aufrichtige, ehrliche Menschen. So, und das sind die einfach. Und dementsprechend haben wir uns auch so ein bisschen verpflichtet gefühlt. Das ist leichtfüßig, sollte immer leichtfüßig sein. Das hat natürlich diesen dramatischen Hintergrund, dieser Überlebenskampf der Schrotthändler. Aber wir haben uns schon verpflichtet gefühlt, diesen Menschen gerecht zu werden und eben nicht über sie zu lachen oder über sie zu reden, sondern mit denen zusammen. Und ich hoffe, dass uns das halt auch wirklich gelungen ist und dass das dann auch so verstanden oder empfunden wird. Ja. So verstanden und empfunden wird, also wir plaudern hier ein bisschen und danach sind Sie aufgefordert, Ihre Fragen oder auch Kommentare zu stellen, ob das so empfunden wurde. Du kennst dich aus auf Schrottplätzen. Ja, also ich bin jetzt auf jeden Fall nach all den Jahren, aber ich musste mich da auch erstmal rantasten. Also ich bin groß geworden in Celle, in der Kleinstadt, in der das spielt, und bin mit Schrotthändler Jungs Fußball spielen gegangen und habe dann vom Training also mit denen auf den Schrottplätzen gespielt und da war ein Swimmingpool, war in dem Swimmingpool schwimmen. Also das war in meiner Kindheit was ganz Normales und es wurde erst was ganz Besonderes, nachdem ich nach 20 Jahren eben zurückgegangen bin, um da wirklich nochmal zu schauen, was steckt da eigentlich genau hinter. Und jetzt kenne ich mich da, glaube ich, ganz gut aus. Und was steckt da hinter? Also Familienverband? Ja, das ist eben dieser Familienverband, das ist ja genau das. Das ist dieser Zusammenhalt und dieser Freiheitsdrang und dieses Unangepasste und deswegen ja auch ein bisschen dieses, beziehungsweise genau, dieses Unangepasste, dieses Gemeinsame, was die auch ganz, ganz, ganz dringend bewahren wollen und wofür die kämpfen. Und die kämpfen nicht für Reichtum, für nichts Materielles, sondern für sich, für ihre Familien und für ihre Selbstständigkeit, wenn man so will. Und da steckt da ganz viel hinter, ganz viel Herz, ganz viel ja, Authentizität. Also was mir, also meine Schrottplatzerfahrung ist eine andere. Ich bin früher immer alte Autos gefahren und da ist man zum Schrott und hat sich ein Ersatzteil ausgebaut. Das wirklich Faszinierende ist ja, wie viel
Geschichte in diesen ganzen Sachen, die da auf so einem Schrottplatz rumstehen, drinsteckt. Das finde ich, sieht man in diesem Film auch. Habt ihr den Schrottplatz irgendwie zusammengestellt oder ist das quasi ein vorgefundener Schrottplatz? Also ich muss sagen, ich wusste, also meine Zeit mit den alten Autos liegt jetzt sehr lang zurück, ich wusste gar nicht, dass es so Schrottplätze noch gibt. Ja, die gibt es auch nicht. Also es gibt durchaus noch so kleine Schrottplätze, die Größe der Talamas, das sind ja wirklich die kleinen familiengeführten Schrottplätze, aber die sind natürlich eher pragmatisch angerichtet oder eingerichtet die, oder auch industriell angebunden. Das heißt, diesen Schrottplatz im Wald, den gibt es so tatsächlich nicht und das wollten wir aber haben und mussten uns den dann letzten Endes auch selber bauen. Mhm. Sollte ja ein bisschen dieses Märchenhafte haben und auch ein bisschen dieses gallische Dorf. Der Lukas Gregoritsch vergleicht das immer ein bisschen mit Asterix und Obelix. Nur dieses gallische Dorf, das sich wehrt gegen die Römer. Und deswegen, um dieses Märchenhafte zu bewahren, diese Familie wirklich als dieses Dorf zu beschreiben, mussten wir diesen Platz selber bauen, hatten ja große Hilfe von Zeller Schrotthändlern, allen voran Kalli Struck, einer der Zeller größten Schrotthändler. Und haben uns den Schrott auf diesen Platz raufgebaut oder haben an den Rang geschafft. Also wir haben wirklich mit der Szenenbildnerin, das war ein alter Steinmetz, der hat seine Steine weggeräumt und haben dann wirklich einen eigenen Zaun gebaut, den Schrottberg gebaut, dann das Büro selber eingerichtet und auch wirklich die Container hingestellt. Das ist alles wirklich komplett selber gebaut, mit einem unglaublichen Aufwand, um eben wirklich dieses kleine Dorf zu beschreiben, um das sie kämpfen, für das sie kämpfen. Weil was mir auch gefallen hat, waren die Namen. Also Mirko, Träumchen heißt Lars Rudolf, glaube ich. Träumchen, genau. Ja. Rambo und vor allen Dingen Lecho. Lecho war in meiner Jugend ein Gericht aus Ungarn, glaube ich. Gibt es also, immer noch. Gibt's immer noch, ja, ja. Aber irgendwie, das ist genauso out wie an den Plattensee zu fahren, oder? Was ja auch typisch für diese quasi untergehende Familie ist. Wie kamt ihr auf die Namen? Ach, die sind gekommen. Also manchmal gab es eine Geschichte um einen Namen, wie Träumchen. Ich will die Geschichte gar nicht verraten, weil die tut gar nicht zur Sache, sondern die sind so ein bisschen während der Drehbucharbeit entstanden und kamen durch den Schnack mit den Schrotthändlern. Es gibt ja Lecho Divis, das ist ja so ein bisschen der Nordweltschnack und da haben wir so ein bisschen das Lecho abgeleitet, eben nicht von der ungarischen Soße, sondern tatsächlich aus dem Schnack heraus, also dem Nordweltschnack heraus. Also klar, man fragt halt rum, also jetzt verrate ich die Geschichte doch mit Träumchen, dass es gab tatsächlich einen, der ist tatsächlich mal eingepennt, also ganz simpel. So, aber wirklich ein Schrotthändler, den hat ein anderer Schrotthändler quasi von der Straße aufgesammelt, hat ihn aufgenommen. Auch das ist dieser Familienverbund. Es sind nicht nur Familienmitglieder, die aufgenommen werden, sondern auch wirklich Freunde. Das ist über die Familie hinaus ein ganz großer Zusammenhalt. Und der ist einfach eingeknackt überall. So. Okay. Also ganz simpel. Und dann haben wir gedacht, okay, das ist irgendwie ein ganz lustiger Name, Träumchen. Das passte ganz gut und dann war Träumchen Träumchen. Und er hat natürlich erstmal überlegt, ob er der Figur genau das auch noch mitgeben, weil das wäre dann zu einfach gewesen. Das wäre zu eindimensional. Aber der Name ist letzten Endes übrig geblieben. Hm. Genau, und so ist es dann Schmied irgendwann gekommen. Dann kam, also so sind die dann so langsam rausgefallen, die Namen. So ein bisschen aus dem Schnack mit den Schrotthändlern auch ganz viel. Die geben sich ja auch oft Spitznamen. Also der eine heißt, ich bin mit Chatter, heißt der eine, mit dem ich rumgefahren. Er weiß selber nicht, warum er so heißt. So, das heißt, die kommen einfach den Namen und manchmal gehen sie auch wieder und so auch von unseren Filmfiguren. Und dieses Rotwelsch, das ist auch tatsächlich so, dass die das quasi sprechen oder Wörter aus diesem Slang da benutzen? Das gibt es tatsächlich. Also es ist natürlich fiktional erhöht. Also es wurde auch früher sehr viel mehr gesprochen. Das ist so ein bisschen eben diese Geheimsprache. Es kommt ein bisschen die das ein bisschen sprechen, das Jännische, das ist alles so ein bisschen so diese Sprache, die ja nicht schriftlich weitergegeben wird, sondern die per Wort weitergegeben wird. Und das ist immer regional unabhängig, also regional bedingt. Also in Norddeutschland wird das anders gesprochen als in Süddeutschland oder auch im Ausland wird das auch gesprochen. Das wird eben jetzt so als Oberbegriff als Rottwelsch bezeichnet, geheime Sprache der Gauner und Dirnen. Mhm. Und das benutzen die ab und zu noch genauso wie die Gaunerzinken, die ja auch noch benutzt werden. Ich glaube, das sind ja auch diese Zeichen, die da drauf sind. Das wurde sehr viel mehr benutzt, als es heute noch ist. Das heißt, wir haben es aber wirklich aufgegriffen, um einfach nochmal diese Welt nochmal, damit natürlich auch nochmal ein Stück weit als was ganz Besonderes und was ganz Eigenes zu beschreiben. Und die vielleicht auch nochmal ein bisschen aufleben zu lassen, auch die Sprache, weil ja einfach wirklich ganz wenige davon wissen. Also Kauderwelsch, Kohldampf zum Beispiel, das kommt auch aus diesem ganzen Rottwelsch-Imperium, Sprachimperium. So.
Ja, habe ich im Presseheft gibt es da so eine Art Glossar, Ja. das Polente oder sowas kommt alles noch Das kommt alles, genau, das ist dieser fast irgendwann. mittelalterlichen Tradition noch. Genau, das ist irgendwann ein deutschen Wortgebrauch quasi, Ja. dann, ohne dass man weiß, wo es herkommt natürlich. Da habe ich auch gelesen im Pressehefte, die Uridee war gar nicht mal der Schrottplatz, sondern eigentlich der Überfall auf diesen Zug. Stimmt es? Nein, die Uridee war der Werdegang von Mirko, also dass der von zu Hause abgehauen ist, um was Besseres hat sich aus sich zu machen. Und es war eben alter Schulfreund, der diesen Weg gegangen ist und eine Banklehre gemacht. Also wir haben Schalter gearbeitet und irgendwann ist er wieder zurückgegangen. Und das hat mich einfach interessiert, warum er das gemacht hat, weil Oh. er meint, etabliert hat aus diesem Schrotthändler, aus dieser Schrotthändlerwelt, auf die man mit dem Finger zeigt. Und das war da, also das war Familie, ganz klar. Dieser Familienzusammenhalt, dieser Werdegang von diesem alten Schulfreund, das war eigentlich so der Kern dieser Geschichte. Und darum hat sich dann alles andere drumherum entwickelt. Ja. Und wie habt ihr dann so die Figuren strukturiert? Also ich meine, das ist ja im Mittelpunkt stehen sicherlich die zwei Brüder, aber trotzdem hat ja jeder der Leute so eine gewisse Form von Charakter oder Tiefe, sage ich jetzt mal. Ja. Es gibt ja eigentlich wenig eindimensionale Figuren. Der Alte vielleicht, der mit dem Rollstuhl da irgendwie rumfährt, aber die anderen haben ja schon einen abgezirkelten Charakter. Wie habt ihr die um die beiden Hauptfiguren drumherum gebaut? Also auch der Opa, der ist natürlich wahnsinnig tiefsinnig, muss man dazu sagen. Der hat natürlich, der verinnerlicht die ganze Schrotthändlergeschichte. Er redet halt nicht viel. So. Ja, also das sind halt alles so ganz, ich weiß es gar nicht. Also jeder hat natürlich erfüllt eine Funktion. So, der Kamelle ist eben irgendwie der, wir haben ja so ein bisschen wie der Schrotthändler Auszubildende gesehen, so der Schrotthändlerstift. Das der so ein bisschen noch der Unbefleckteste. Und dann, also ja, also so hat jeder so ein bisschen die Luzi eben, die eigentlich die Strippen zieht im Hintergrund. Also so hat, es hat sich ja auch da wieder im Laufe der Dreharbeit ergeben, was braucht man natürlich jetzt rein mathematisch, was braucht man noch für einen Charakter, damit das alles irgendwie zusammen funktioniert. Aber auch das ist natürlich alles aus der ganzen Recherche mit den Schrotthändlern mit reingekommen. Ne? Was können die alles, was machen die alles, diese Schweißen, diese Kunstfiguren schweißen, hat natürlich irgendein Schrotthändler mal gemacht. So, das heißt, das haben wir noch der Luzi gegeben, weil ich das einfach sehr, sehr schön finde, wie sie wirklich diese Kunst auch macht aus diesem Schrott, mit dem sie bestimmt auch noch sehr viel mehr machen könnte, das aber gar nicht will, sondern es einfach für sich macht, auf den Platz macht und eben nicht damit rausgeht. Und so haben wir einfach jeder Figur so ein bisschen was gegeben, ohne uns zu sehr darauf zu setzen. So, ohne zu sehr mit dem Finger drauf zu zeigen, sondern es passiert einfach und entweder man empfindet was dabei, man sieht es oder auch nicht, aber für die Schauspieler war es gut, für uns war es einfach schön, weil es einfach diese Welt einfach für uns auch nochmal so reichhaltig gemacht hat, wie sie einfach auch ist. Es gibt ja gerade so im britischen Film so eine Tradition, so der kleine Leuten. Komödien und sowas. Im Deutschen ist das ja irgendwie nicht so. Vielleicht die Abfahrer, hast du mal die Abfahrer gesehen? Das ist so Nee. eine Ruhrpott. Auch so. Musst du mal Okay. gucken. Gibt es da für dich so Vorbilder? Ken Loach oder Der was Brest weiß Off ist ich? ja zum Beispiel auch so ein Klassiker, Genau, ne? Das sowas, ist, ja. ja, also es gibt kein Vorbild, aber es ist natürlich so ein bisschen klar, der Kampf des kleinen Mannes, so das ist da, aber das gab es kein konkretes Vorbild. Ja, So, das ist, wie klar. gesagt, das ist alles wirklich entstanden aus einem ganz emotionalen Moment heraus mit dieser Familie und dieser Überlebenskampf, der hat sich einfach wirklich anhand der aktuellen Geschehnisse herauskristallisiert und nicht so, ich will jetzt einen Film machen, in dem der kleine Mann kämpft ums Überleben, sondern nein, ich war bei den Schrotthändlern, wusste eigentlich auch noch gar nicht, wie die Geschichte genau aussehen wird und erst deren aktueller, realer Kampf ums Überleben hat dann die Geschichte dahin gebracht, wo sie jetzt auch ist. Natürlich habe ich mir dann einen Film wie Brest auch nochmal angeschaut, weil die machen ja auch Spaß. Ja, So. eben, genau, ja. Schön war auch der, fand ich, so der Einbezug der Landschaft. Das ist Ja. alles so rund um Celle, also kenne mich da nicht aus. Ja, Das ist ja Niedersachsen, das ist alles Niedersachsen. so ein bisschen wie so die Prärie im Niedersachsen, genau. Ja. Die Prärie im Western irgendwie. Das ist ein bisschen, ja. Also hat ja eh starke Western-Anklänge, finde ich. Genau, ja, das ist so ein Du bisschen. magst auch Western. Ich mag Western durchaus, ja. Es gibt Schlimmeres als Western. Nein, ich mag Western sehr gerne. Es ist ja kein Western. Also klar, das Nee. ist die Gegend ist es. Ich habe das natürlich schon so ein bisschen gesehen, wie die Frau Schrotthändler auf ihren LKWs oder den LKWs, die über die Lande fahren, über die niedersächsische Ebene, so ein bisschen wie die Cowboys, die auf ihren Pferden über die Prärie reiten. Das hat ja durchaus das Romantische, und ihr eigener Herr sind. Und es war durchaus auch die Idee, so ein bisschen so eine Western-Struktur heranzuziehen und in diese Struktur dann diese norddeutsche aktuelle Geschichte zu erzählen. Das war schon, die Struktur war so ein bisschen vorbereitet.
Vorbild. Nicht ein Western als Western. Das darf man ja auch nicht falsch verstehen. Es gibt keine Cowboys, es gibt keine Indianer. Ne? Also das passiert nicht, aber die Struktur, wie es sich aufbaut, ne? Der verlorene Sohn, der nach Hause kommt, der mit der Familie ums Überleben kämpft. Man hat auch Elemente wie den Zugrauf, wie den Showdown, gut gegen böse. Sind natürlich alles nur hier und da. Es gibt auch ganz klare Hommagen an Western wie den Showdown, wie genau. Den aufkommen. Das ist natürlich ganz bewusst so gewählt. Aber es ist natürlich kein Western. Ja. Wie kam der dann, ich meine, der ist ja bis in die kleineren Rollen irgendwie super besetzt, wie kam der dann auf die ganzen tollen Schauspieler, den Gregorowitsch, Friedrich Lau und? Wir haben einfach tolle Schauspieler in Deutschland. Ja. Und ich hatte das große Glück, mit vielen von denen zusammenarbeiten zu dürfen, vor allem für mein Debüt. Also es ist, die haben das Buch gemacht, hatten eben natürlich auch nicht das Milieu, die fanden das wahnsinnig spannend, jeder fand seine Figur wahnsinnig spannend, hat die auch wirklich geliebt und hat die verinnerlicht. Insofern, ja, also das, man muss es denen einfach letzten Endes auch nur schicken und hat dann Schauspieler im Kopf und hofft natürlich, dass die es noch machen wollen. Und ich hatte echt das große Glück, dass das ja wirklich bis in die kleinsten Rollen ganz, ganz toll besetzt ist. Und vor allen Dingen hat die Chemie zwischen denen auch gestimmt. Das kann man ja vorher nicht planen. Also ich glaube, das transportiert sich auch so ein bisschen auf die Leinwand. Die haben sich einfach untereinander unglaublich gemocht. Die waren auch irgendwann diese Thalhammer-Familie. Mhm. Die haben auch wie Anna immer sagt, Anna Bedarke, die hatten zwar warme Wohnwegen, aber haben trotzdem immer auf dem Schrottplatz zusammen abgehangen, so weil sie auch gar nicht loslassen wollten voneinander. Und das kann man natürlich überhaupt nicht planen. Also das ist, zum einen hat man diese einzelnen Schauspieler, die für die Rolle toll sind, aber dass sie dann noch als Gemeinschaft so schön funktionieren, das funktioniert natürlich so pragmatisch an, also so Leben sind, das hat sich dann erst im Laufe des Films gezeigt. Mm. Toll, die einfach auch zusammen sind. Mm. Klasse ist ja auch Alexander Scheer, das ist der, der den Lastwagen fährt, der aus Sonnenallee irgendwie bekannt, der da irgendwie so einen komischen hanseatischen Dialekt so. Ja, auch toller Typ, Friedrich Lau, finde ich, passt auch wie die Faust aufs Auge. Großartig. Genau. Das ist ja auch seine Art. Ne? Lieber tot als Sklave in diese Rolle. Ja, toll. Also, ja. Wobei man sagen muss, dass also für Frederik haben wir schon auch so die Rolle geschrieben. Also da hatte ich wirklich von Anfang an auch Frederik vor Augen. Das ist die einzige Rolle, die irgendwie für mich klar war. Für ihn natürlich noch nicht, weil er kannte das Buch nicht und nicht die Rolle. Ich habe natürlich ihm das geschickt und gehofft ganz toll, dass er das auch macht, weil ich hätte nicht gewusst, was ich machen soll, wenn er es nicht gemacht hätte. Mhm. Aber er war auch wirklich sofort am Start. Und dann haben wir nach Mirko so ein bisschen länger gesucht, aber auch Frederik die ganze Zeit dabei, hat immer angespielt. Und irgendwann stand da Lukas Gorowitsch. Ich dachte, das ist also ne, wie eine Erscheinung. So, da ist Mirko, da ist der Bruder von dann. Und dann fing es an, haben wir natürlich angefangen, um die herum zu kopieren. Aber ganz toll, ganz tolle Menschen. Heiko Pinkowski, also der Größere, kommt ja eher aus dieser Improvisationstradition im neueren deutschen Film. Habt ihr sowas auch gemacht auf diesem Schrottplatz, improvisiert? Oder stand das Drehbuch so, dass man gar nichts mehr hat zulassen müssen? Ja, das Drehbuch stand schon sehr, das war schon sehr klar. Also da war gar keine Zeit zum Improvisieren. Also das, wir haben das auch versucht, auch meine Frau, die hat das Buch ja auch mitgeschrieben, haben das versucht, von vornherein sehr familiär anzugehen. Also wir haben zu Hause bei uns gekocht, haben die Leseprobe bei uns gemacht. Wir haben ja auch jedem Schauspieler so ein kleines Care-Paket geschickt. Ein kleines Willkommensgeschenk mit einer Jim Beam-Dose, mit einer Spreewälder Gurke, mit einem Rottweil-Lexikon, ein bisschen Soundtrack noch beigelegt, dass sie sich quasi schon mal so ein bisschen für sich schon mal da reinfinden konnten, um sie ein bisschen willkommen zu heißen. Und haben versucht, das alles so wohlig wie möglich zu gestalten. Das mit Whisky-Cola ist auch groß, muss ich sagen. Das ist ja... Wie kamt ihr da drauf? Das ist das, die trinken gerne Whisky Cola. Okay. Also, das ist alles, ich war ja 2 Jahre mit denen unterwegs und ich bin mit denen nach Schrotten gefahren. Und das ist also ein bisschen so, das habe ich alles mit aufgegriffen. Manches denkt man sich, wie gesagt, man erhöht das natürlich auch ein bisschen für die Geschichte, aber das kommt alles von den Schrotthändlern. Wahnsinnig gerne Whisky Cola. Das Ei? Ja, das Ei, das haben wir uns überlegt. Das essen wir gerne. Das schmeckt sehr gut, kann ich nur empfehlen. Vorhin hat Urs ja erwähnt, es hat 4-5 Jahre gedauert, bis du diesen Film realisieren konntest. Lag das jetzt an der Recherche oder zum Beispiel auch an der
Finanzierung. Also unser Hessischer Rundfunk ist ja auch dabei. War das irgendwie schwierig, den finanziell auch auf die Beine zu stellen oder nicht? Nee, das war tatsächlich noch nicht mal das große Problem. Also ich hatte ja durch diese Oscar-Nominierung, wie gesagt, so wenn es mal einen leichten, vielleicht leisen Vertrauensvorschuss, und deswegen ja, also waren wir relativ früh schon in der Hamburg-Schleswig-Holstein-Förderung mit im Boot, noch die Nordmedia, die einfach, muss man auch dazu sagen, einfach das Buch gerne mochten oder die Geschichte gerne mochten. Insofern ist das bestimmt so ein bisschen gegenseitig bedingt. Ich weiß ja nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt nicht diese Nominierung gehabt hätte, aber und der HR war dann auch mit im Boot. Also das war alles, das stand schon relativ früh auf einem festen Fundament. Nee, das hat eher lange gedauert, weil die Recherche einfach lange gedauert hat. Also das ist, weil das ist, ich glaube, es ist einfach, ich meine, was jemand empfindet, wenn er einen Film guckt, das muss natürlich letzten Endes jeder für sich selber entscheiden und empfinden, aber mir war es einfach wichtig, dass man so viel wie möglich Wahrhaftigkeit einfach reinbringt in den Film. Und das geht nur, wenn man halt sich viel Zeit nimmt, selber zu erleben und zu erfahren, was da passiert. Und da spielt die Landschaft, du hast ja auch die Landschaft, ich habe ja auch viel Zeit verbracht, wieder in Niedersachsen, ich wohne in Hamburg, aber auch die Landschaft auch wieder ein bisschen zu atmen und zu begreifen, was macht das mit einem. Mhm. Und das landet ja auch mit dem Film und das dauert dann einfach. Mhm. Also aber mit den Förderern, das lief gut, weil wir haben wir hatten ja auch schon Gäste, die gerade irgendwie eher so negative Sachen über den ganzen Weg durch die Institutionen und durch die Redaktionen, also das eher negativ gesehen haben. Also kann ich mir nicht einreihen. Also ich habe da jetzt das ist mein erster Kinofilm, das ist mein Debütfilm, und ich habe da tatsächlich eine gute Erfahrung gemacht. Also die Redakteure waren toll, die waren ganz früh dabei, die haben mich auch sehr viel machen lassen, so, weil ich habe eine Vision gehabt und die habe ich nun mal. Und natürlich kann man das ist ja manchmal so ein zartes Pflänzchen, ne? Also das muss man ja so ein bisschen hegen und pflegen, dass das auch wächst, und man kann es aber sehr, sehr früh kaputt machen. Das passiert natürlich dann, wenn man sich beschwert, ist es dann womöglich zu früh schon ein bisschen drauf rumgetrampelt worden. Und ich hatte schon das Gefühl, dass wir es gemeinsam so ein bisschen gepflegt haben, dass es halt wachsen kann, gedeihen kann. Und insofern, ja, das ist dann Schrotten ja auch passiert. Und ist ja auch das geworden, was ich machen wollte. So, insofern, ja, habe ich da gute Erfahrungen gemacht. Wer weiß, wie es mit dem Seitenfilm wird. Ja. Gibt es den schon? Ist der in Arbeit? Die Ideen. Okay, darf man erfahren? Also, nein, da gibt es noch nichts. Es wird keine Komödie, sagen wir mal so. Okay. Es wird auch nichts Komödiantisches. Mein Abschlussfilm war ja auch keine Komödie, war auch ein Drama. Jetzt ist es eher eine Komödie, weil ich Komödie immer sehr undankbar finde als Genrebezeichnung. Das wird eher wieder ein ernstes Ding. Wird ja auch langweilig, wenn man sich wiederholt oder ne, jetzt habe ich auch die Kraft wieder für was Ernsteres. Mein Abschlussfilm war ja auch gegenüber Auslandsadoptionen, illegale Auslandsadoptionen. Das beschäftigt einen ja auch dann noch eine Weile danach, und das heißt, es tat auch ganz gut, sich da mal komplett mit was anderem zu beschäftigen. Und jetzt geht es wieder ein bisschen härter zu. Okay. Gut, dann eigentlich keinen. Wenn Sie Fragen haben, genau, geben Sie mir ein Zeichen, ich komme zu Ihnen. Jetzt haben Sie natürlich keine mehr. Alles erzählen. Aber erzähl doch mal noch ein bisschen was zu den Autos. Ich finde das ja ganz, ganz klasse, was ihr da zusammengestellt habt. Und auch diese Farben, die ihr da natürlich auswählt. Also dass das natürlich auch ein klarer Kontrast zunächst ist. Der Bruder und der andere, die beiden, die sich dann annähern, die sind alle in den Blauton, die anderen sind orange. Aber wie er dann immer mehr näher ranrückt an diesen Let-Show, das ist natürlich auch auf dieser Autoebene noch mit erzählt. Wie lief das ab? Und wo ihr die her habt. Das eine war das ein VW LT, glaube ich, oder? Den hat man schon lange nicht mehr auf deutschen Straßen gesehen. Wir haben mit Schrott hinlang gearbeitet. Die haben da schon... das Ding ist natürlich, also ja, das ist... kam der her? Ich glaube, wir haben tatsächlich so ein bisschen typbesetzt gearbeitet. Also so absurd das klingt mit den Autos. Schmied hat natürlich sein großes Ding, also relativ so, und Mirko hat eben die Geschichte mit seinem Opel, denn das ist sein einziges Überbleibsel aus seiner Schrotti-Zeit, was er im Pokerspiel irgendwann gegen Grambo gewonnen hat. Das kriegt er ja auch zum Schluss wieder, seinen Schatz. Ja, weiß nicht, das wie gesagt, das da gibt es gar nicht so eine tiefsinnigere Geschichte, außer dass die einfach
sachgerecht eben dann zu dem passt. Dann haben sie den blauen VW, der Lecho, der zu dem passt. Also das, natürlich wollten wir schon schauen, dass unterschiedliche Autos sind, aber es gibt jetzt keine tiefsinnigere Geschichte dahinter, außer dass das wirklich alte Autos sind und eben nicht auf alt gemacht. In manchen Filmen ist ja so, das sind perfekte Autos und dann wird daran irgendwie rumgeschrabbelt, aber in unserem Fall waren die wirklich kaputt und wirklich alt. Wir hatten trotzdem grünen D-Pass. Und die haben durchgehalten, die Autos. Ja, das war also wirklich bis zum Schluss. Also der Grüne, der ist wirklich nach dieser letzten Sonnenaufgang-Einstellung, danach ist die Lichtmaschine aus und der musste abgestellt werden. Mit dem Roten konnten wir gar nicht mehr fahren während der Dreharbeiten auf der öffentlichen Straße, mussten die Straßen absperren und da hing auch nur noch irgendwie der Benzinkanister in einem Eimer daneben, ist dem irgendwie, der sich dann das Benzin gezogen hat. Also das war wirklich, das waren absurdeste Drehbedingungen natürlich, also das herausfordernd. Ja, Heiko Minkowski hat auch gesagt, er musste einen extra Führerschein irgendwie machen für was? Für so Trecker oder was? Nee. Ja, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber Heiko hat sich super vor. Der war ja auch bei Kali Strupp, bei dem Schrotthändler auf dem Schrottplatz, hat auch, durfte auch ein bisschen Bagger fahren. Der Bagger fahren, also, genau, das war's. Ja, genau, da war es der Baggerführerschein. Ja. Also der, aber wobei der konnte auch vorher schon LKWs und sowas fahren. Also das war schon, also wir hatten ja auch den Mirko, einen echten Schrotthändler, einen Fliegen, der auch der Namensgeber war für die Hauptfigur, der war auch immer dabei und hat dann sozusagen die schwierigen Autos rangiert und sowas. Wir wurden da schon gut umsorgt. Wenn Sie fragen oder auch, wie es Ihnen gefallen hat, können Sie natürlich auch sagen, weil es ist noch vor der Premiere, deswegen Max will hören, wie es ankommt. Nehme ich an. Ja. Alles. Also erstmal, der Film hat mir sehr, sehr gut gefallen. Von vorne bis hinten einfach gut gefallen. Das Casting ist mir aufgefallen, fand ich sehr gut. Also alle Figuren haben toll gepasst. Ich habe mal noch zwei, drei technische Fragen, weil was hat der Film gekostet? Wahrscheinlich dann nicht so teuer, wenn die Finanzierung einfach war. wahrscheinlich haben die Schrotthändler auch sehr engagiert mitgearbeitet. Wie viele Drehtage waren es und mit welcher Kamera habt ihr gearbeitet? Also wir haben mit der Alexa gearbeitet, das kann ich glaube ich als erstes. Zu sehr ins Detail kann ich da gar nicht gehen, weil ich bin sehr kameraunaffin. Also ich habe mit Kameras tatsächlich nicht so wahnsinnig zu tun, aber es war eine Alexa. Ich war aber tief beeindruckt, weil wir haben, der Drehzeitraum ist ja so ein bisschen in den Winter gerutscht. Also wir haben wirklich am 6. Dezember, glaube ich, nur den Zugraub den letzten Drehtag noch gedreht. Hatten dementsprechend wenig Tageslicht und haben wirklich, der Kameramann hat die wirklich richtig geprügelt. Da war ich ganz tief beeindruckt. Also wir haben wirklich noch bei gefühlter absoluter Dunkelheit noch Tagsszenen noch so drehen können. Also das ist jetzt erstmal so fast mein Empfinden als Regisseur, war ich da ganz beeindruckt von der Kameratechnik, weil man kennt es halt von Filmen, da ist ja immer noch irgendwie was drauf, sagen wir, es ist schwarz, aber da kann man immer noch was rausholen. Digital war eigentlich, wo schwarz ist, ist schwarz, und in dem Fall war es halt wirklich, ich habe mich so ein bisschen an Filmarbeiten mit Film zurückerinnert, das war ganz toll. Drehtage hatten wir, ich glaube, bei 27 und noch drei Nachdrehtage, also Nachdrehtage heißt dann mit reine Fahrten und sowas, ohne Schauspieler und so ein paar VFX-Shots und sowas. Budget kann und will ich gar nicht so genau sagen, weil da tappe ich immer so ein bisschen Dusen, weil ich will mich da gar nicht zu sehr mit beschäftigen, außer man hat immer zu wenig Geld. So, es war mit Sicherheit mehr als ein Tatort, und aber auch weniger als mit Sicherheit irgendwie ein höher budgetierter zweiter Film von jemandem. Keine Ahnung, es ist ja immer noch ein Debütfilm. Dementsprechend ist es wahrscheinlich einfacher, die Finanzen zusammenzubekommen, aber es hat auch seine Grenzen. Ich glaube, wenn man richtig viel Geld haben will, wird man tatsächlich irgendwann auch nicht drehen oder dann zu lange darauf warten müssen. Insofern ist das immer ein Kompromiss, den man auch irgendwann eingeht. Und in unserem Fall war es ja so, wir hatten ja die Schrotthändler im Rücken. Und der Film wäre nicht möglich gewesen ohne die Schrotthändler, das muss man ganz klar sagen. Also wir haben, dieser große Schrottplatz ist auch von dem Kali Strupp, bei dem konnten wir drehen. Die haben uns den Schrott dahin gefahren. Also wir hatten einfach den Support der Schrotthändler, die Autos waren von dem. Allein so ein Kran im Hintergrund bei dem Kärcher kostet ja wahrscheinlich, wenn man den mietet, für zwei Stunden irgendwie 200 Euro oder noch teurer. Das ist ja alles, und das hatten wir einfach durch die Schrotthändler. Insofern ist das gar nicht so richtig mit dem Budget aufzuwerten. Also es wäre ohne die nicht gegangen, das muss man ganz klar sagen. Und wir hatten das Glück, dass die uns da einfach derbst unterstützt haben. Ja. Haben die den schon gesehen? Oder gab's die haben den gesehen, ja. Die haben den, ja, vor allem der Kali Strück hat den gesehen. Morgen haben wir Zeller Premiere. Das wird ganz spannend. Sechs Kinos, sechs Säle, ausverkauft. So, das wird, glaube ich, ein Riesending in Zelle. Das ist jetzt hier ein Hinweis. Ich freue mich erst, heute geht ja der Sommer los. Jetzt scheint die Sonne nicht mehr. Nee, also das, da werden die ganzen Schrotthändler kommen.
Also das ist tatsächlich so, dass das morgen ist, wird sich zeigen, ob wir ein Fleißbienchen bekommen oder nicht. So. Aber der Kalli war sehr gerührt. Der ist auf diesen Schrottplatz gekommen, den wir selber gebaut haben, und der hatte wirklich noch eine Träne in den Augen. Er hat gemeint, erinnert sich komplett an seine Jugend oder so ist er groß geworden. Das ist natürlich schon mal, bevor man anfing zu drehen, einfach ein tolles Kompliment oder erstmal auch ein toller Rückenwind zu wissen, dass man da auf der richtigen Spur ist. So, das war schon gut. Also wollen wir es hoffen, dass er denen gefällt. Dass sie sich vor allem gut repräsentiert fühlen. Das ist ja auch so ein Ding. Also ich glaube, man kann auch, wenn man es falsch guckt, sagen, ey, dann macht man sich lustig über die. Oder man, ne, also es ist, ich glaube, es ist nicht so. Also es ist auch ganz klar nicht die Haltung gewesen. Und ich hoffe, dass die sich dann auch so wiedersehen, dass sie sich wirklich respektvoll erzählt sehen. Und das wird sich einfach morgen zeigen nach der Vorstellung. Dafür auf jeden Fall toi, toi, toi. Ich wollte mal direkt noch fragen, die Musik macht ja auch viel aus in diesem Film. Da habt ihr bestimmt auch viel Arbeit reingesteckt, um diese Atmosphäre so zu erzeugen. Ja, total. Das war eine ganz tolle Begegnung. Ich kannte die Musiker vorher nicht, die Pia Hoffmann, die Musik zu überweisen hat, hat mich denen vorgestellt. Zieh mal mit Aussicht, die beiden Jungs, Gary Marlow und Daniel Hofknecht aus Berlin. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass so ein bisschen was Märchenhaftes sein soll. Wir haben ja bewusst deswegen auch den Schrottplatz selber gebaut. Wir haben so ein bisschen wie Inseln gesehen. Da gibt es die Schrottplatzinsel, dann gibt es die Stadtinsel, dann gibt es die Zugraubinsel. Also das ist alles so ein bisschen wie Inselhopping ist, dass alles in sich geschlossen ist, wie so ein Mikrokosmos. Und dass eben nichts Reales mit reinbricht, um so ein bisschen eben diese Zauberwelt zu bewahren. Und da hat natürlich die Musik einen entscheidenden Faktor oder Wert da drin, genau das wieder zu zeigen oder das aufzufangen. So, und es gibt eben diese zwei Möglichkeiten, man erzählt Schrott, so, und das haben die ganz klar gesagt. Ich habe mich mit hingesetzt und dann meinte er dann, okay, es gibt zwei Möglichkeiten, man erzählt den Schrott, den Dreck, und man macht echt so einen richtig dreckigen Punkrock oder so Metal rein, oder eben man erzählt genau das Gegenteil und das Herz, die Familie, und das ist es ja genau. Ne? Das ist genau darum, es ging, das wollte ich immer. Ich wollte immer dieses Leichtfüßigere haben, dass man versucht, den Film so ein bisschen abheben zu lassen und eben das Herz der Familie erzählt durch die Musik, und da hast du natürlich auf einmal so Musiker, die das total verinnerlicht haben und, finde ich, dann auf einmal diese ganz zauberhafte Musik komponieren. Also bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Ja, das wäre ja ein ganz anderer Film mit Punkrock. Ja, ich glaube, das wird es einfach kleiner gemacht. So, weil darum geht es nicht. Ne? Das geht ja nicht darum. Die Jungs hauen sich nicht auf die Fresse, weil sie sich wehtun wollen, sondern da wird was verhandelt. Da ist das eine Art, ne? Das ist eine andere Ebene, die da erzählt wird. Und das kann man, glaube ich, mit der falschen Musik ganz schön kaputt machen. In Saarbrücken haben die erzählt, die beiden Darsteller, dass das ja auch mit intensiven Stunt-Vorbereitungen verbunden war, diese Prügeleien. Kannst du da noch was zu sagen, wie sowas? Ja, das muss schon alles, also auch da, also improvisiert wurde relativ wenig. Oder was heißt relativ? Eigentlich gar nicht. Also dafür ist gar nicht die Zeit da. Aber erklär mal, wie das funktioniert, weil ich glaube, die wenigsten. Achso, man hat halt eine Turnhalle und man hat halt Stunt-Leute und dann werden halt die Abläufe choreografiert. Dann werden die. Überlegen die Stunt-Leute sich was und dann macht man die Bewegung und dann trainieren die Schauspieler das richtig. Und teilweise sind die Schauspieler auch gedoubelt worden. Also wenn die jetzt richtig böse runterfallen oder über die Waschmaschine fliegen, so ist das ein Double. Da sind dann nicht die Schauspieler. Wir müssen natürlich auch aufpassen, dass sie sich nicht verletzen oder so, dass man mit ihnen dann auch direkt weiterarbeiten kann. da kommen dann die Stuntmen ins Spiel. Aber das ist alles durchchoreografiert. Gibt es auch noch die Maske dann? Bitte? Da gibt es dann ja noch die Maske. Da gibt es noch die Maske, aber dreht ja nicht chronologisch, wenn man dann eine Szene am Ende drehen will, wo er noch nicht eins auf die Fresse bekommen hat, der Mirko, und er hat dann ein Pfeilchen von Freddy reingedrückt bekommen, dann wäre es nicht so gut. Haben Sie weitere Fragen? Ja, ich komme zu Ihnen. Ein bisschen Sport. So. Wo war es denn hier? Susanne, worüber sprechen wir? Ja, danke. Ja, vielen Dank erstmal für den Film. Das ist eine wunderschöne Geschichte. Auch rund am Ende, ja, schön endet. Eine kleine Frage zum Hintergrund. Die Pferdestatue, gibt es die wirklich? Ist die echt? Die gibt es, also so oder wie ist die wieder da? An Ort und Stelle? Nein. Ich habe gesagt, ich habe die auf dem kleinen Zahn noch nicht gesehen. Der gibt sie auch nicht, tatsächlich. Die gibt's. Aber es gibt vom Schloss tatsächlich, vom Zeller Schloss gibt es eine Pferdestatue. Und das ist so ein bisschen die Inspiration. Anlehnung daran. Okay. Da gibt ein echtes, tatsächlich eine Statue da auf dem kleinen Plan, wo wir gedreht haben in Zelle, da gibt es sie nicht. Es gibt eine andere Statue. Das ist alles auch tatsächlich gebaut.
Und noch eine weitere Frage oder auch ein kleiner Kritikpunkt. Mir ist aufgefallen, warum sieht man kein einziges Fahrzeug, soweit ich es zumindest wahrgenommen habe, mit Zeller Kennzeichen? Das ist bewusst, also wir wollten... Naja. Ja, also das sollte auch... Bitte? Nicht verraten, oder? Nee, das sollte eine fiktionale Stadt bleiben. Also das, weißt du, weil dann ist ja keine Dokumentation. Wenn man halt ein Zeller-Kennzeichen hat, dann ist es halt, wir wissen, dass es Zelle ist und es ist Zelle, aber im Film, finde ich, hat sich das so angefühlt, dass das sollte irgendwie so eine Fantasiestadt, eine nicht zu verordnende Stadt sein. Okay, verstehe, sonst wäre es zu eindeutig oder dann wahrscheinlich. Es würde wieder sich so ein bisschen mit diesem Realitätsgedanken beißen oder eben diesem Märchengedanken. Ne? Das wäre dann zu, hat sich zu real angefühlt, da wirklich Zelle mit dem Nummernschild. Ja, das ist natürlich eine gute Begründung dann. Jo, soweit. Weitere Fragen oder Anmerkungen? Was mich ja auch noch interessieren würde, ich finde, da sind ja wahnsinnig viele Filmzitate drin, wenn man da so hinschaut. Also allein diese Kreuzung am Schluss, das hat sowas von Blues Brothers. Bist du vorgeprägt? Interessierst du dich für Filmgeschichte? Logischerweise klang schon so ein bisschen an, aber ganz gezielt jetzt für diesen Film, da sind ja echt schon so ein paar Sachen oder auch ein bisschen Endstation Sehnsucht, so vom Gefühl her. Ich sage immer gerne junger Marlon Brando, Frederick Lau, so ein bisschen. Gibt es da so Anleihen, wo du sagst, das interessiert mich, und auch gerade amerikanische Elemente, eben dieses, der nordische Western, den du hier drehst? Also das Showdown ist schon so ein bisschen Spiel mit das Lied vom Tod, ne? Das ist so ein bisschen, das hat man schon so ein bisschen drauf geschielt, aber gar nicht so bewusst, oh, das, die Kreuzung ist wie, lass uns das so machen, oder das ist wie, lass uns das so machen, sondern es ist eher so ein Gefühl, was für eine Rolle die Natur eben im Film spielt, hat man, glaube ich, schon mal erwähnt. Also Fargo ist zum Beispiel so ein Ding, das spielt auch in einer kleinen Stadt, und da spielt die Natur auch eine wahnsinnig wichtige Rolle, die ist lakonisch, erzählt ein bisschen. Das heißt, dieses Gefühl ist so ein bisschen schon inspiriert dadurch, aber es gibt nicht diese bewusst eingesetzten, das ist wie, lass uns das Zitat da setzen. Natürlich ist so die Musik so ein bisschen an Morricone angelehnt. Das ist natürlich, ne, das ist ja toll. Also das ist eine ganz bewusste Hommage. Und wie gesagt, dieser Showdown ist ja auch eine Hommage. Ein bisschen an Spielmusik vom Tod. Also da durchaus sind da diese Zitate zu finden. Aber wir haben das jetzt nicht an Zitaten durchstrukturiert und gesagt, wir müssen das. Sondern es ist eher, ich sehe es eher so ein bisschen als Hommage oder als Inspiration hier und da. Und die Reihe heißt ja auch, was tut sich im deutschen Film? Und die Frage stelle ich dann auch immer gerne in dem Zusammenhang. Siehst du sowas, weil es ist ja durchaus ein Spiel mit verschiedenen Genres, die sonst eben, ich habe es vorhin gesagt, nicht so oft zu sehen sind, also Western, Märchen, so all das. Wie siehst du das, was sich da so tut im Moment? Guckst du viele deutsche Filme und wie schätzt du das ein? Vorhin hast du auch über Victoria gesprochen, da ist natürlich Frederick Lau der Bezug da. Sag mal, was dazu? Wahnsinnig schwierig. Also ich muss dazu sagen, ich habe echt diese ganzen 4, 5 Jahre mich wie so in einer Blase gefühlt. Also ich habe nicht so wahnsinnig viel mitbekommen. Aber Victoria ist halt, finde ich, so ein Beispiel, dass ich einfach finde, dass das einfach so ein mutiger, rebellischer, großer Film ist, den ich so weltweit noch nicht gesehen habe, also ich in meiner Filmwelt. Und deswegen, das ist, man kann jetzt sagen, naja, es ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her. Ich meine, jetzt haben wir Toni Erdmann mit der in Cannes Premiere feiert, den habe ich jetzt nicht gesehen, wie gesagt, aber es ist jetzt nicht so, dass der deutsche Film jetzt unterrepräsentiert ist oder so unterrepräsentiert sich anfühlt, wie man sagt, weil er findet ja statt. Ich glaube, es geht manchmal eher darum, dass man den noch mehr nach vorne holt, wie ich ja Victoria finde, dass der durchaus für eine Oscar-Nominierung da gewesen wäre. Das heißt, das ist das Einzige, dass der halt noch, dass man sich da vielleicht noch ein bisschen zu bedeckt hält, weil das ist halt, finde ich, einfach ein großer, ja, ich mache das jetzt an diesem einen Film trotzdem fest, ein großer, großartiger, spannender, bahnbrechender Film. Insofern finde ich, dass sich schon was tut im deutschen Film. Ja. Fühlst du dich irgendwo zugehörig oder ist man da so Einzelkämpfer auf weiter Flur? Nee, ich fühle mich nirgends zugehörig. Also jetzt gar nicht, weil ich nicht will, sondern ich habe jetzt keine, nee, da gibt es keine, nee, ich Einzelkämpfer, das hört sich so ein bisschen einsam an. Also ich habe schon viele, viele Filmfreunde. Also ich habe schon natürlich, ne, man beschäftigt sich natürlich von morgens bis morgens mit Film, aber aber ich habe jetzt keine Szene oder kein, nee, das da, es gibt's kein, gibt's nichts, wo ich mich jetzt zugehörig fühlen würde. Nee. Gibt's noch Fragen? Ja, da ist die nächste.
Ich wäre neugierig, ob Sie von Howard Hawks irgendwie beeindruckt oder beeinflusst sind, weil auf der einen Seite ist es ein ganz ausgeprägter Ensemblefilm, das ist das eine Element, und dann die tolle Durchführung dieses Zugüberfalls auch. Rio Lobo gibt es was Ähnliches in den ganzen schönen Details. Ich habe mich gefragt, ob Sie den schätzen oder überhaupt näher kennen. Kenne ich nicht. Sagt Ihnen gar nichts. Nee, das okay, sollten Sie sich mal angucken. Das ist ein guter Tipp, ja. Sollte ich wahrscheinlich. Der Zugüberfall ist doch eine Anspielung an Archie und Harry, wo die zwei Alten, quasi auch Untergehenden, nochmal das wissen wollen und den Gold Coast Flyer überfallen wollen. Man muss dazu sagen, Rudolf hat hier John Ford den Stuhl gewidmet hier bei uns im Saal. Also ein echter Western-Kenner. Ja, also ich finde das ganz, ganz spannend, was du da so zu erzählen hast. Wie würdest du das denn weiter beschreiben? Also ist das was, was in Deutschland generell noch mehr Chancen hat, also so auch in diese Richtung zu inszenieren, Western? Oder ist das was, ja, das war jetzt eigentlich Glück, weil dein Buch so gut war, aber sonst sieht man das ja wirklich nicht. Woran könnte das liegen? Ich weiß nicht, woran das liegen kann. Ich glaube, man muss einfach aufpassen, es ist immer dieses Thema des Genrefilms. Also ne, so Deutschland, Deutsche können keinen Genrefilm. Ist eine Frage, was ist denn ein Genrefilm? Oder auch was ein Klischee? Also ist ja immer die Frage, ich glaube einfach, einen amerikanischen Western in Deutschland zu drehen, funktioniert halt nicht, weil es ist ein amerikanischer Western. Das heißt, das ist das Genre, was dahin gehört. Und in dem Fall muss man einfach seine eigenen Genres finden wenn man in amerikanischen Filmen eine Waffe zieht, dann hat das einen Grund oder dann hat das eine kulturelle Begründung, weil das spielt eine ganz andere Rolle. Wenn im deutschen Film eine Waffe gezogen wird, dann ist das gleich ein bisschen befremdlich, weil es findet einfach in unserer Kultur nicht so statt, und deswegen kann man, glaube ich, einfach so ein Genre rüber adaptieren. Das funktioniert, glaube ich, so 1:1 nicht. Insofern muss man schon einfach nach den eigenen Geschichten suchen und dann einfach schauen, wie man die erzählt. In dem Fall ist das die Geschichte der Schrottner, die ist direkt vor unserer Haustür. Man muss dafür nicht irgendwo anders hinfahren. Und dann ist es letztendlich ja meine Entscheidung, wie gehe ich das an? Erzähle ich ein Sozialdrama? Mache ich eine Art Genrefilm, wobei ich jetzt Schrott nicht als Genrefilm bezeichnen würde, aber mit Sicherheit kann man da Genres reininterpretieren wie Western, aber trotzdem ist es kein Western, sondern es ist ja ein norddeutscher Film. Das heißt, ich entscheide inspirierend natürlich von Genres wie den Western, aber es ist trotzdem kein Western. Insofern ist das ein eigenes norddeutsches Märchen-Dramedy. Habe ich gerade gelesen in der Kritik, das fand ich irgendwie ganz schön. Das ist das Genre. Noch weitere Fragen? Ansonsten das Wochenende, das Startwochenende, das große steht bevor. Da ist ganz wichtig, dass am ersten Wochenende vor allen Dingen viele Leute ins Kino gehen. Möchtest du da einen Appell hier starten? Was soll ich sagen? Wenn euch der Film gefallen hat, erzähl das weiter. Reingehen. Das Wetter, das bleibt. Das kommt. Der Film bleibt auch. Wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank, Max Zehle, für Dankeschön. Diesen wunderbaren Film. Dankeschön. Danke. Und Rudolf für das Gespräch. Ich sage das nochmal offensiver, wirklich, das erste Wochenende ist immens wichtig. Wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es weiter, dann läuft der Film nämlich auch wirklich länger. Hier in der Harmonie in Frankfurt wird er laufen. Und ja, ich möchte Sie gerne darauf hinweisen, auf die kommenden Veranstaltungen. Wir haben zum einen morgen direkt den Tatort im Schmerz geboren, wo wir ein bisschen über die Redakteursarbeit auch reden in Deutschland, wie die den Kinofilm beeinflussen. Und dann geht es am 1. Juni weiter mit einem echten Genre-Klassiker, direkt passend, Der Nachtmahr. International auf Festivals gefeiert von einem Regisseur, der sich inzwischen Akis nennt, früher Achim Bornhack. Und das ist ein Film, der von Locarno bis Toronto und auf allen Genre-Festivals international gefeiert wird. Ich kann Ihnen das nur ans Herz legen. Guten Nachhauseweg und bis bald. Tschüss. Guter Typ, der Akis.